Wann ist der Vater vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben? 6 Monate vor seiner Geburt. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Welt gekommen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 6 Jahre alt war, wer ist gestorben? Seine Mutter Amina. Als er mit 6 war, ist er zu seinem Opa gegangen, richtig? 2 Jahre später, wer stirbt? Sein Opa. Dann geht er zu seinem Onkel Abu Talib. Als Weise groß geworden, sein Opa stirbt, jetzt geht er zum Onkel Abu Talib. Abu Talib zieht ihn groß zusammen mit seinem Cousin Ali. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam heiratet mit 25. Mit 40 wird der Prophet. 23 Jahre Offenbarung. 7 Kinder hatte er. Wie viele Kinder hat er begraben von 7? 6 Kinder hat er begraben. Ich glaube, eine der größten und gewaltigsten Prüfungen, und ich bitte Allah, uns davor zu bewahren, ist, sein Kind zu begraben. 1,5 Jahre hat er ihn begraben. Tränen über Tränen. Weil die meinen, guck mal, ihr müsst eine Sache verstehen, liebe Geschwister. Wenn wir über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann denken wir immer an einen Prophet, richtig? Aber dieser Prophet war auch ein Sohn, der um seine Mutter geweint hat. Mit 6 Jahren ist die Mutter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben. Es gibt eine Überlieferung, 50 Jahre später. 50 Jahre später. Er ist schon Großvater, er ist Opa. Dass er auf Reise ist mit den Sahaba. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, macht Pause hier, wir rasten hier. Und die Sahaba haben Zelte aufgeschlagen. Sie sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich entfernt. Abu Bakr, Umar, Uthman, die großen Sahaba mit ihnen, sie sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor einer Art Stein hockt, vor so einer Art Ruine hockt. Und sie gehen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nach, weil er zu lange weg war. Was haben wir gesagt? 50 Jahre später, 56 Jahre ist er. Ein Großvater, selber Opa, hat Kinder großgezogen, jetzt hat er Enkelkinder. Abu Bakr und Omar gehen hinter den Propheten. Auf einmal sehen sie, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam richtig am Weinen war. Abu Bakr, Omar, Uthman, die Sahaba sagen, wir haben den Propheten noch nie so weinen sehen. Nie. 16, 17 Jahre sind wir mit ihm. Wir haben den Propheten noch nie so weinen sehen. Und selbst danach haben wir ihn noch nie weinen sehen, so stark wie da. Und Omar guckt sich den Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Ein alter Mann, Bruder, ist 56 Jahre. Omar guckt ihn an und es wird überliefert, der Prophet, der war richtig am Jammern, richtig am Weinen. Sein Körper war am Zittern, am Beben. Omar ist hinter dem Rücken vom Propheten gegangen und hat ihn umarmt von hinten und sagte, Tamam, ja Rasulullah, ist gut. Es wird überliefert, dass Omar auch geweint hat. Sagte, ja Rasulullah, ist gut, ja Rasulullah. Hat mit ihm geweint. Ist okay, warum weinst du so, ja Rasulullah? Abu Bakr kommt, umarmt ihn, ja Rasulullah, ist okay, beruhig dich. So überliefert der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte richtig Schwierigkeiten, sich zu beruhigen. Als er dann zur Ruhe kam, sallallahu alaihi wasallam, fragten sie ihn, ja Rasulullah, was war der Grund, dass du so geweint hast? Wir kennen das nicht so von dir. Er sagte, ich habe Allah darum gebeten, dass er mich das Grab meiner Mutter besuchen lässt. Und das hier vor mir ist das Grab meiner Mutter. Das heißt, nach 50 Jahren war er immer noch ein Kind vor dem Grab seiner Mutter und hat geweint wie ein Kind. Wie ein 6-Jähriger hat er geweint, weil er seine Mutter vermisst hat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat 6 Kinder beerdigt. Bruder, möge Allah euch gute, gesunde Kinder geben. Wisst ihr, was das heißt, wenn man ein Baby liebt? Das ist eine Liebe, die Allah in der Brust gibt. Du würdest jeden töten dafür. Und dann beerdigst du ihn mit 1,5 Jahren. Trägst seine Leiche eins, du hast gelacht, 1,5 Jahre. Gibt es Väter hier? Mit 1,5 Jahren ist das süßeste Alter bei einem Baby. Da streitet er sich mit dir, der schreit dich an, der lacht mit dir, der macht Unsinn, der versucht zu reden. Da geht das Herz auf eines Vaters, einer Mutter. Und dann stirbt und dann trägst dieses Kind, was eins auf deinen Körper gelaufen und getrampelt ist und gesprungen ist, legst du es in den Grab. Von eins Farbe blass, von eins Lachen weint der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Legt ihn rein und das Schwerste, was es gibt, Erde auf das Gesicht deines Sohnes zu werfen, begräbt ihn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geweint, weil jetzt hat er als Sohn geweint. Jetzt weint er als Vater und er war am Weinen. Aber weinen, bitterliches Weinen, nicht weinen, wie ihr denkst, wie ein Märchen. Bitterlich am Weinen. Abdurrahman ibn Auf sagt, ja Rasulullah, du weinst. Du bist doch unser Prophet, du hast uns doch beigebracht, Geduld zu haben und Jannah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam guckt ihn an und sagt, ja Abdurrahman, wie soll ich denn nicht weinen? Ein Herz, ein Stück meines Herzens habe ich begraben. Weint als Vater. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag, er liegt im Sterben,
hat er gesagt, bringt mir Hassan und Hussein. Bringt mir meine beiden Enkelkinder. Dann sind die reingekommen. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat sie umarmt und geküsst und hat geweint. Weil er wusste, er sieht sie jetzt zum letzten Mal auf dieser Dunya. Fatima, als sie ihren Vater gesehen hat, sagte sie, oh, Husna, ya Abati, oh mein Vater, wie ist dein Zustand? Ach, mein Vater hat Schmerzen. Dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, komm zu mir. Dann hat er am Ohr gesagt, hiernach wird dein Vater keine Schmerzen mehr haben. Und Fatima hat richtig geweint. Wir vergessen, dass er Sohn war, Vater war, Lehrer war, Imam war. Alles war er. Und wenn dieser Mann sagt, hab Geduld, wer hat das meiste Recht zu sagen, hab Geduld? Er. Weil er hat das alles durchgelebt. Er hat Kinder begraben, Frau begraben, Onkel begraben, waren seine Mutter am Grab am Weinen, Enkelkinder begraben, geschlagen, bespuckt. Und wenn er sagt, halte an deiner Religion, dann halte an deiner Religion. Weil du hast ganz bestimmt nicht ein schwierigeres Leben als der Prophet zu lassen. Aisha sagte, manchmal hatten wir 3 Monate kein warmes Essen zu Hause. 3 Monate hatten wir kein warmes Essen zu Hause. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, isbir, dann hab Sabr. Wenn er sagt, halte an diese Religion, dann halte an diese Religion.